Ich hatte letztes Jahr, 2022, ja, glaube ich, an zwei Stellen gesagt, in meinen Filmen, dass Frau Weidel, Alice Weidel von der AfD, irgendwann mal Bundeskanzlerin wird. Und jetzt habe ich gestern in der S-Bahn auf so einer Info-Screen gelesen, dass es so eine Twitter-Likes-Rangliste gibt und da war Frau Weidel auf Platz 4. Nummer 1 war Bastian Schweinsteiger, der ehemalige Fußballer. Und sie lag übrigens noch vor Frau Baerbock. Also mich hat es gewundert, dass das überhaupt so gezeigt wird. Ich dachte, vielleicht würde man die da irgendwie rausfiltern. Und ich habe das jetzt mal ausgedruckt. Hier ist diese Liste. Ob die eine Bedeutung hat, weiß ich nicht. Twitter, Likes. Ja. Aber sie dringt immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Wie gesagt, gestern in der Münchner S-Bahn konnte man das sehen. Ja, ich glaube, sie wird Kanzlerin. Heute ist der 20. Januar 2023, Freitag. Schönes Wochenende wünsche ich. Ciao.